anything that I wanna do and all I wanna have. Anything that I feel, I can find it here, there and everywhere. I saw a shadow on a rock, searching, feeling like it was when I was born, and the sun shines in my face, was so warm, so warm, like your embrace. I saw a shadow on a rock, lean on, oh yeah. I raised barricades to find the perfect way, lean on. Find you, a way to find you, to find you, a way to find you. When I find a place to stay, I would sing it. Loving is all I do. To be glad, and I don't need a shadow on a rock to lean on. Oh yeah, I raised barricades to find the perfect way. Lean on, oh yeah, I raised barricades to find the perfect way. Find you, find you, a way to find you, find you, a way to find you, find you, find you, find you, find you, find you, find you. Growing up in a Western civilization, convinced Vin was the fast food program education. Too much dead material, trying to forget the reason. My body's fading to soil as a part of a season. I know my body's dying while I'm eating and crying. Who wants to say, who wants to sing, yeah, yeah. I'm gonna pray, I'm gonna pray. In a world of distraction, world of distraction. For you, cause you just can't find no way. Growing up in a coming civilization,
survivor of the industrial fire of the nation. Enough energy for meeting the fruits of the season. My body is flat, but there really is no reason. I like shrooming and singing, need no losing, no winning. Who wants to say, who wants to sing, yeah, yeah. I'm gonna pray, I'm gonna pray. In a world of destruction, world of destruction. For you, cause you just can't find no way. Try to see my life like a game. When I'm over, I try again. I take another way and say, na 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 na. Na 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 na. Who wants to say, who wants to sing, yeah, yeah. I'm gonna pray, I'm gonna pray. In a world of distraction, world of distraction. For you, cause you just can't find no way. For you, cause you just can't find no way. Danke. Herzlich willkommen, John Born, Uwe Born aus Mönchengladbach. Okay. Stellen wir erstmal die Preisfrage: Was wird gekocht? Also, wir essen heute Putenbrustfilets. Ja. Mit einer Soße, Zwiebelsahnesoße, ein bisschen noch angereichert mit einer leckeren Pfirsich, das Ganze mit grünen Tagliatelle. Hört sich sehr gut an. Du bist allein unterwegs, ich habe ja ein bisschen recherchiert, ne? Und habe gesehen, es gibt ein Foto, da stehst du mit ganz vielen Damen. Ja. Das finde ich ein sehr schönes Foto. Ja. Du hast eben schon erzählt, das war wo auf dem Junggesellenabschied? Das war auf dem Junggesellenabschied, ja. In Mönchengladbach, wurde ich gebucht als Musiker. Und es war eine ganz witzige Geschichte. Wir haben das ein bisschen verpackt. Normalerweise ist es ja immer so, dann kommen wir mal Stripper. Ne? Die Jungen sind ja abschiedweise. Meistens. Oft. Ja. Wir haben der Dame in der Tat dann auch die Augen verbunden. Ja. Und dann gibt es so ein Foto, da stehe ich dann, sitzt sie da mit verbundenen Augen und denkt, ich bin Stripper. Aber du hast nicht wirklich gestrippt. Nein, ich habe dann die Gitarre ausgepackt. Okay, gute Sache. Also du bist auf dem Gladbach-Center vertreten, der hier liegt. Den hat man mal eben in die Kamera. Mit dem Song Love, Love, Love. Okay, den hast du, der läuft gleich im Abspann. Okay. Wenn wir den hören. Was verbindest du mit dem Song? Das ist eine nette Geschichte. Ich habe den irgendwann mal nachts um 2 Uhr geschrieben. Ah. Aufgestanden, nachdem ich mir einen Liebesfilm angeguckt hatte. Und ich finde bis heute nicht diesen Film. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Ich weiß nur, dass da am Schluss 2 geheiratet haben. Gut, das können jetzt viele Filme sein, ne? Ja, das eben. Und ich habe mir den Film angeschaut und bin dann ins Bett, konnte ich schlafen, bin aufgestanden, habe einen Song geschrieben und habe dann am Tag nachbearbeitet, war ich fertig. Ach so, ja, okay. Also das war, klingt ja nach einer fixen Idee. Ja. Weißt du, was vor 20 Jahren war? Vor 20 Jahren? Genau vor 20 Jahren, weiß hier keiner in dem Raum wahrscheinlich, aber ich weiß es. Bitte. Genau vor 20 Jahren hat U2 in San Diego gespielt, die U2-Zoo-Tour. U2-Tour. Magst du U2? Sehr geil, ne? Ja, echt? Elevator. Wusste ich nicht, ich hab's einfach jetzt mal... Ja, Elevator ist ein cooles. Ah, cool. Was steht bei dir in Zukunft an? Familie. Oh. Oh. Also ich bin vor 14 Wochen Vater geworden und das steht so an erster Stelle. Dankeschön. Mit der Musik, das hat mich gerade so ein bisschen überrollt. Ich habe vor ein paar Monaten gesagt, ich mache meine ganzen Bandprojekte zu Ende und mache dann Solo weiter. Ja. Und dann lief das auf einmal, dann habe ich ein bisschen was gemacht, ein paar Auftritte gespielt. Und jetzt habe ich momentan ein bisschen viel, was mir ein bisschen leid tut für meine Frau.
weil hier viel rein zu Hause ist, dann, ja, weil ich auch viel beruflich unterwegs bin. Ne? Jetzt kochst du noch hier. Und ab Dezember mache ich erstmal eine Pause. Spiele ich nur noch Kinderlieder. Ah, ja gut, ist auch schön. Schreibst du die denn selber auch, oder? Nee. Okay. Und dann werde ich nächstes Jahr auch wieder durchstarten. Also ich habe jetzt noch einen Gitarristen dabei, den Gerd Strassbass hier aus München gebracht, einen Jazz-Gitarristen, der mich jetzt begleitet und dem werde ich nächstes Jahr mein Album produzieren. Mein erstes. Okay. Gut, und dann ansonsten die letzte Frage im Grunde genommen ist internetmäßig, du hast eine Seite, ne? Ich habe nur die Facebook-Seite, John Born 1975 bei Facebook. Ja. Und ich habe eine Seite geblockt, johnborn.de, aber bisher ist nichts bei rumgekommen, weil ich selber habe da so zwei linke Hände. Okay. Aber du hast noch eine Seite, MySpace. Ja, genau. Die habe ich auch schon ewig, aber da mache ich eigentlich. Die liegt eigentlich total brav. Ganz. MySpace geht zum Garten. Ist halt MySpace, ja, ne? Ja, also genau. Vor Jahren habe ich die mal ins Leben gerufen. Ja. Die hat auch gut Klicks mittlerweile, also schon über 31.000 Klicks oder so. Ja. Wird ganz gut, auch immer noch frequentiert, finde ich sehr lustig. Ja, aber ist mehr so ein Grab, sag man. Ein Grab, ja. Okay. Wann hast du nochmal einen Auftritt? Hast du gerade schon mal gesehen? Ja, ich spiele am 24. November im TIC, also im Theater im Gründungshaus, in Aiken, ja. Mit der Band Minds on Vacation. Okay, gut. Alles klar. Ja, war sehr schön hier bei MG Kitchen TV und ich grüße meine Frau, die Nicole, und auch meine kleine Tochter, die Clara. Und alle Freunde, die mich kennen. Love, love, love can be so easy. All your love is so good for me.